Herzlich willkommen zu meinem kleinen Ergänzungsvideo zum Halloween-Special. Nachdem das ja der ein oder andere gewünscht hat, hier mal die Sachen, die man noch sehen wollte. Okay, dann machen wir das einmal kurz. Da gibt es einmal Luigi's Mansion. Eigentlich ein nettes Game, war auch ein Starttitel für den Gamecube. Ist so ein bisschen was so ganz nett und ganz lieb und detailliert designt. Ist ein nettes Game. Dann sozusagen, wenn man so will, der offizielle Ghostbusters 3 Film als Videospiel. Auch hier ist es sinnvoll, wenn man sich die deutsche Version zulegt, weil die englische Version hat nicht die beste Synchro. Sind zwar die Originalsprecher, aber irgendwie hatten die nicht wirklich Lust. Ist aber sonst ein relativ gutes Spiel. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, es hat auch sofort direkt am ersten Tag direkt das Ding durchgedaddelt. Für die Hardcore-Fans. Ja, davon gab es auch zwei Videogames. Ich mache das mal in der richtigen Reihenfolge. Ganz souverän. Das ist Teil 1, das ist Teil 2. Bei beiden Teilen hatte Sarah Michelle Gellar anscheinend keine Zeit, sich selber zu sprechen. Das heißt, das macht eine andere, aber die machen das ganz gut. Und bei dem Teil weiß ich, da sind auch einige Sprecher nicht original, was die Sache nicht ganz so toll macht. Aber sonst sind so Jump'n'Run, 3D-Action-Dingenskirchen. Ist ganz nett geworden. Kann man in der Sammlung haben, muss man vielleicht nicht, aber ich habe ja mal alles. Kommen wir zu Rare und seinem Erlebnis bei Microsoft. Ja, Grab by the Ghoulies ist grafisch ganz nett, spielerisch. Es ist ein Raumpuzzler, man bewegt sich von Raum zu Raum und muss dann Aufgaben lösen, damit man dann irgendwie weiter dann irgendwie seine Freundin retten kann. Ist nicht gerade spannend, grafisch ganz nett, ganz gut inszeniert. Ist halt ein typisches Rare-Game. Nur Rare und Microsoft wissen wir ja, das funktioniert nicht ganz so toll. Dann kommen wir zu dem unglaublichen Knaller. Das musste ich unbedingt zeigen. Ochambara Bikini Samurai Squad oder Bikini Zombie Slayers steht irgendwie von Zombie Slayers oder Zombie Hunters. Sind absolute Trash-Zombie-Games. Nur für die ganz hartgesottenen eigentlich geeignet. Das ist so Trash, das muss man eigentlich schon fast gut finden. Ich sag mal kein Wort dazu, das ist schon ganz großes Tennis. Und ein weiterer Horrortitel, bin ich lustig, ne? So, gut. Haben wir den letzten Michael Jackson Joke auch verbraten. So, Flohmarkterlebnisse. Die beiden gab es jeweils für einen Fünfer. Das ist so der normale Kurs für so ein altes Golfding. Nicht so wirklich spannend, aber da gibt es eben auch Mario beim Golf. Ich glaube, den dicken kann man gar nicht erkennen, aber das war noch. Das ist dieser offizielle Turok 3 Titel. Es gibt ja irgendwie 4 Turoks. Warum die Zählweise so irgendwie komisch ist, gibt irgendwie 1, 2, dann Rage Wars und dann 3. Frag mich nicht. Bei dem aufpassen, wenn ihr sowas macht, ihr seht diese kleine Ecke. Da hatte man natürlich 2 Preisschilder draufgepackt und jetzt sieht man auch warum. Na, ich hänge dann mal so unten rein, was die so wirklich bei eBay wert sind. Und für die Leute, die mir immer auf den Nerven gehen, du sammelst ja nur alten Scheiß. Ja, habe ich hier auch 2 alte Klassiker. Ich glaube, die kommen aus den 70ern. Nur damit ihr mal seht, nein, ich habe auch noch was anderes in der Sammlung. Damit möchte ich es bewenden. Kurz, knapp, präzise. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.